gleich mal schauen, ob das mit dem Vehicle Manager, müssen wir hier leicht schräg machen, irgendwie funktioniert. Wie stellen wir denn den eigentlich an? Ich glaube, das Addon tut noch nicht ganz, weil wir haben jetzt hier keine unterschiedlichen Farben. Und um da Arbeiter reinzukriegen, machen wir wieder hier neue Linie, zack, 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 zack. Von mir aus noch übers Gewerbegebiet, kauft noch ein paar Sachen für die Arbeit und wieder über den hier zurück zu eurem Haus. Wunderbar. Dann haben wir hier oben natürlich auch Müll. Müll fällt hier genauso an. Da würde ich dann still und heimlich hier einen Atomisierer hinpacken, der sich um den dreckigen Müll hier oben kümmert. Ah, wobei, den würde ich gern auf dieser Seite haben. Den packen wir hier oben hin. So. Ja, der hat natürlich da hinten jetzt keinen Strom. Genauso wenig wie die U-Bahn-Station. Das war jetzt doof, ne? Wir packen hier mal komplett Industriegebiet hin, dass die Gebäude hier auch Strom bekommen, genauso wie die U-Bahn-Station. So. Warum kriegen die keinen Strom? Ui. Gibt mir das hier noch irgendwie angezapft? Komm schon. Wird mir das hier angezapft? Oder hier? Dann machen wir es doch so. Wenn das so funktioniert, dann machen wir das so. Wunderbar, die haben Strom. Ist dann nur eine Frage Zeit, bis das hier rüber wächst. Der Bedarf ist dadurch, ich hoffe dadurch, ziemlich gesunken. Hier haben wir eigentlich eine echt coole Abfahrt, hoffentlich funktioniert die auch. Gucken wir mal nochmal, dass alle Traffic Lights aus sind. Und dann schauen wir gleich, dass hier drüben dann auch eine gewisse Feuersicherheit herrscht einfach. Und zwar bauen wir da in weiser Voraussicht ein fettes Feuerwehrhaus hin. Wunderbar. Jetzt möchte ich gerade mal aus Interesse gucken, ob das funktioniert hier mit dem Tree Brush. Buchen wachsen auf einer Vielfalt von Böden, solange es keine Feuchtböden sind. Buchenkronen spenden viel Schatten und übersehen den Boden mit dichtem Falllaub. Ein breitblättriger Baum, der im gesamten Norden der gemäßigten Zone wächst. Okay, eine Erle. Hier haben wir Busch, was haben wir hier? Ein Nadelbaum. Nadelbäume sind immer grüne Bäume mit langen, nadelähnlichen Blättern. Die erklären jetzt hier tatsächlich die ganzen Bäume. Okay. Wir hauen hier einfach mal die gute deutsche Eiche hin. Und wie mache ich jetzt diesen Brush? Wie brushe ich die Bäume jetzt hin? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ich kann mir das Teil das verraten hier. Inge, Button Settings are under Gameplay. Okay. Da müssen wir also in die Button Settings rein, also gut. Options, Gameplay, Button Settings. Was war's? Objekt Editor? Oder was, Karteneditor? Gleich geht's weiter. Okay, ich spitzel nochmal, bevor ich jetzt hier ewig suche. Workshop, Workshop, Workshop. Wie komme ich hier im Workshop? Da. Na super. Also gut, suchen wir mal schnell. Tree Brush.
Kann ich irgendwo sagen, abonnierte Sachen? Ihre Favoriten? Abonnierte Objekte. Ah, wunderbar. Wo war er? Der Tree Brush. Da. So, Gay Options, Gameplay, Map Editor. Gameplay, Map Editor. Und dann Increase Push Size. Ah, okay. Einfach mit Plus Minus. Sehe ich das richtig? Ja, cool. Dann haben wir hier Baum mit Blättern. Wow. Cool, das funktioniert, weil dann machen wir hier diesen Kreisverkehr gleich ein bisschen, naja, wenigstens ein bisschen schöner. Dann machen wir ein paar Büsche rein. Geht leider gar nichts rein. Okay. Hier drüben machen wir das auch. Wunderbar. Okay. Würde ich tatsächlich mal hier drüben auch nochmal über unsere schönen Kreisverkehre. Ach, die kriegen doch Blätter. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann hauen wir hier auch ein paar Bäume rein, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht, meine Güte. Wollen ja auch ein bisschen was fürs Auge. So, die erste Industrie kommt hier ran. Hat, hoffe ich, doch mal eine gute Autobahnanbindung. Ich hoffe nur, unser Kreisverkehr funktioniert auch nachher. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit hier. Gucken wir mal, dass wir nach und nach weggehen mit dem Industriegebiet. Und zwar versuche ich jetzt hier einfach stückchenweise das Ganze abzubauen. So. Das machen wir am besten hier mit dem da. Oder mit dem Werkzeug. Okay. So. Was ich jetzt auch mal spontan mache. Ja, okay. Das können wir leider nicht verschieben. Die ist voll, die lagern wir dann mal aus. Den Müllwagenverkehr, den würde ich gerne jetzt auf die Strecke hier rüberschieben. Und dazu verschiebe ich jetzt einfach mal die ganzen Gebäude. So, weil hier haben wir eh schon genug Verkehr. Klar, die müssen auf kurz oder lang müssen die trotzdem da durch, das ist mir klar, aber. So. Aber dann haben wir die Gebäude einfach mal ein bisschen aus dem Weg und die Verschmutzung zieht so ein bisschen nach hier oben. Das ist ja das, was ich so, was ich erreichen möchte. Dann hauen wir es doch am besten direkt dahin. Wir sollen ja trotz allem noch eine gute Anbindung haben. Die Gebäude. Das hier verschieben wir mal dahin im Park. Auch wenn ein paar Leute da nicht glücklich drüber sind, auf kurz oder lang, müsst ihr eh verschwinden. Check. So. Wunderbar. Ey, ey, der Verkehr ist hier im Moment nicht wirklich besser. Hier haben wir auch die Abfahrt, Auf- und Abfahrt. Hm, die gefällt mir auch nicht so hundertprozentig. Vielleicht machen wir dann nachher auch ein paar Kreisverkehre hin, wenn sich das etabliert. Mit dem Wasserbudget müssen wir ein bisschen nach oben, sehe ich gerade. So. Meine Freunde hier oben, baut ihr fleißig. Ich glaube, ich versuche den Strom auch mal hier hinten hinzubringen, dass die Arbeiter dann gleich auch in die U-Bahn können. Wie versuchen wir denn das? Geht das hier hinten? Nein. Nein. Was machen wir denn da? Das
so, dass wir die Bebauung nicht stören. Vielleicht können wir hier rüber. Haha. Juhu, wir haben tatsächlich die 44.000 schon erreicht. Unseren nächsten Baufortschritt. Wir dürfen auch ein Kernkraftwerk jetzt bauen. Wir haben jetzt eine kolossale Stadt. Und als nächstes erwartet uns dann Flughafen bei den 65.000. Cool. Können wir eigentlich überhaupt hier drüber? Wir können, glaube ich, nicht über die erhöhte Autobahn, oder? Sehe ich das richtig? Kacke! Können wir eigentlich höher gehen mit den Masten? Aber kommen wir trotzdem wahrscheinlich nicht drüber. Na doch, cool. Dann machen wir doch mal den hier. Dann haben die Strom. Wunderbar. So, Feuersicherheit haben sie. Perfekt. Okay. Da geht's ordentlich ab. Wie sieht's denn eigentlich generell mit Müll aus? Oh weh. Das war mir schon fast klar, dass die Müllwegen hier nicht so gut hinkommen. Wisst ihr was? Dann machen wir folgendes. Die Dinger haben ja keine Lärmbelastung, keine doch leichte Lärmbelastung und Verschmutzung. Dann packen wir die nämlich hier hinten hin. Zwei Stück. Und hauen hier oben mal ein paar von den schmutzigen alten weg. Reicht es dann noch von der Kapazität? Ja, wir haben immer noch doppelt so viel. Ich würde die tatsächlich generell mal austauschen. Komm, das machen wir gerade mal. Die schmutzigen weg. Und die sauberen hin. Bam. 720.000 verbrennen wir. 68.000, das wird gleich mehr, wenn die beiden auch noch in Betrieb gehen. Und das ist wesentlich mehr, als wir produzieren. Dann haben wir, hoffe ich, auf kurz oder lang dann weniger Müllprobleme. 130 mal am Wasser. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufrüsten. Und zwar würde ich hier unten mal... Was sind das hier noch? Diese einsame. Ach so, Mist. Die Stromverbindung geht ja jetzt nicht mehr. Aber die hat es hier rüber. Okay, das heißt, wir brauchen das hier theoretisch nicht mehr. Durch dieses eine Mistgebäude hier. Cool. Dürfen wir ja nicht verschieben. So, sonst hätten wir hier schon längst ein Stromproblem. Dadurch, dass wir... Mist! Die Straße abgerissen haben. Nein, dadurch, dass wir oben das Industriegebiet entfernt haben. Das wollte ich jetzt nicht. Vor allem, weil... Das hier ja ein großes Gebiet, großes Gewerbegebiet schon war. So. Hier machen wir auch nochmal. Okay. Was haben die denn hier für Probleme? Verlassene Gebäude hier. Weg mit. Okay. Der Müll sieht jetzt hier unten hoffentlich besser aus. Ja, das dauert ein bisschen, bis die Autos hier auch hinkommen. Wie viel sind denn da im Einsatz? 12 und 10, ja. Die räumen schon auf. Müssen auch durch den Verkehr erstmal durchkommen. Gehen wir mal ein bisschen auf schnellere Geschwindigkeit. Hier oben wächst jetzt unsere Industrie auch ein bisschen in die Höhe. Ich hoffe, hier kommen auch genügend Mitarbeiter hin. Was sagen die denn? 0 transportiert, 4 transportiert, okay. Also nicht der beste Transport. Aber was wir jetzt tatsächlich machen können noch, wir schließen jetzt mal einen Güterzug an und das machen wir auf der Seite, würde ich sagen. Oder machen wir das hier? Machen wir hier. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Wir haben hier einen Güterbahnhof. Der braucht eine Straßenanbindung. Okay. Das ist blöd. Wir müssen... Am besten wäre es natürlich, wenn der Zug durchfahren kann. Von zwei Seiten. Das ist natürlich hier ein bisschen blöd wegen dem Kreuz. Ich glaube, ich mache den doch auf die Seite. Und zwar... Machen wir dazu... Achso, Schienen können wir natürlich jetzt noch nicht bauen. Das ist auch doof. Dass wir erst einen Bahnhof bauen muss, bevor wir Schienen bauen können. Den machen wir auf die Seite, würde ich sagen. Und dann das Raster mal wieder rein. So. Der braucht wahrscheinlich dann auch Wasser.